Gestern war der Pitch, wir haben gepitcht, es lief gut und es lief scheiße und deswegen wird es jetzt stressig. Warum? Es lief gut, weil wir haben abgeliefert. Also Manni, Juliane, ich, wir haben echt geilen Pitch gemacht, wir haben Marketingstrategie gepitcht, die in unseren Augen sinnvoll ist und vor allem genau der richtige Weg, wie der Kunde, den der Kunde jetzt gehen sollte. Und haben aber über diese Marketingstrategie hinaus auch eine Content-Plattform gepitcht. Nicht nur eine Content-Plattform, sondern eher eine Plattform. Was meinen wir mit Plattform? Mit Plattform meinen wir bei diesen Kunden vor allem primär eine Content-Plattform. Heißt, er wird sich über ein Produkt, einen Wissensschulungsbereich und einen Magazinbereich zur Quelle Nummer 1 in seinem Segment und in seiner Branche damit positionieren in den nächsten 2 Jahren oder in 2 Jahren ab Go Live. Und den gesamten Traffic, die gesamte Aufmerksamkeit, die gesamte Awareness der Branche auf sich vereinen und damit auch Folgendes erschließen, und zwar das Potenzial zu neuen Geschäftsmodellen. Und das lief leider nicht gut, weil vor allem die Geschäftsführung und wir waren vielleicht hier, also hier ist Marketing, jetzt mal so Strategie und operativ mal die Höhen verglichen, hier ist Marketing, hier waren wir, weil wir mit der Plattform angesetzt haben und eigentlich hätten wir hier sein sollen, nämlich komplett auf Augenhöhe mit der Geschäftsführung, komplett auf Augenhöhe mit digitalen Geschäftsmodellen, mit der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, mit dem fast ausschließlichen Business Development Blick auf das Thema, und aus dem Grund ist es scheiße gelaufen, es gab schlechtes Feedback. Eine Sache dazu ist, natürlich haben wir verkackt, weil wir falsch gebrieft waren, aber wir haben auch verkackt, weil wir verkackt waren. Weil wir wussten dennoch, dass die Geschäftsführung dabei sein würde. Das heißt, so ein bisschen die strategische Kommunikationshöhe der Geschäftsführung hätten wir mit aufnehmen können. Wir waren sehr operativ unterwegs im Pitch, was für das Marketing super war, aber für die Geschäftsführung eben überhaupt nicht, weil das einfach schon 100 Mal gehört haben, die Begriffe teilweise gar nicht nachvollziehen können und sich eigentlich bei ganz anderen Flughöhe mit ganz anderen Sachen beschäftigen, nämlich mit der strategischen Unternehmensführung. Und wo bringe ich die Firma hin? Das heißt, da hätten wir ein bisschen anders kommunizieren können, aber ich glaube, dann wäre es auch nicht, dann hätten wir nur ein besseres Gewissen nach dem Pitch gehabt, aber wäre auch nicht 1000 Mal besser gewesen. Da wir aber schon lange für diesen Kunden arbeiten, wirklich abliefern und das nicht gebrieft war, was wir liefern sollten, haben wir jetzt auch nochmal eine Chance erhalten und müssen kommenden Dienstag nochmal ran und das wird hart. Am kommenden Dienstag werden wir am Nachmittag beim Kunden nochmal aufschlagen, diesmal nicht mit dem Marketing, sondern mit dem BizDev-Team, das heißt, ich fahre mit Tim Patrick dahin. Wir haben nicht locker gelassen, wir haben gestern nicht locker gelassen, wir haben uns nicht abwimmeln lassen, wir bleiben jetzt dran. Wir machen das nochmal und ich hoffe so, dass wir das reißen. Unser Pitch oder unsere 2 Pitches, meine Fresse. Naja, wir sind auf jeden Fall hingefahren. Was hatten wir dabei? Wir hatten fürs BizDev im Endeffekt so 8-9 Modelle dabei, die wir nicht erfunden hatten, sondern die klare Konsequenz sind aus dem aktuellen Geschäftsmodell heraus und den Marktgegebenheiten. Das war schon eine gute Stimmung, als wir uns über diese 8-9 Sachen unterhalten haben und wir haben immer wieder in Aussicht gestellt, es kommt noch so die Kernidee am Ende. Naja, und dann kam es zur Kernidee mit einer sehr guten Stimmung im Pitch im Vergleich zur Vorwoche, wo alle wirklich mit verschränkten Armen so zugehört haben, also wirklich keine Miene verzogen. Naja, und dann kam es zum Highlight, dann kam es zum Höhepunkt, dann kam es zu unserer Idee, die wir hatten. Die war ein bisschen mutig, also Patrick hatte diese Idee. Irgendwie 1-2 Tage vor dem Pitch haben wir nochmal diese Kernidee herausgearbeitet dann. Und die kam super an und die ist auch super. Also es wäre ziemlich, ziemlich geil, sowas zu machen. Es wäre voll am Markt vorbeigedacht, um den Markt herum. Es wäre wirklich konsequent. Zumindest teilweise Disruption, eine mega Marktkontrolle und und. Also es wäre echt interessant für so eine Art von Unternehmen sowas zu tun. Würde positive wie auch negative PR bringen, aber am Ende würde das Unternehmen nachhaltig fördern und echt mega viele Perspektiven aufmachen und deutlich mehr Umsatz auch reinholen. Naja, ist ziemlich gut gelaufen, wir haben viel diskutiert. Ich habe am Ende noch meine Story erzählt und dann war Schluss und
Was gut war am Ende war, dass sie sagten, und das hat uns ein bisschen implizit mit auf den Weg gegeben, eigentlich hatten sie sich innerlich schon für eine andere Agentur entschieden, aber dann sind wir gekommen und haben das nochmal rumgerissen, das Ruder. Deswegen haben sie gesagt, oh nee, da fällt uns die Entscheidung jetzt nicht leicht. Heißt, entweder war das schon mal eine Vorbereitung darauf, dass sie sich nicht für uns entscheiden werden, aber sie uns nochmal sagen wollten, dass die Entscheidung nicht leicht fallen würde. Oder sie fällt ihnen tatsächlich nicht leicht. Und ich sitze immer noch auf heißen Kohlen, weil das Ding ist jetzt eine Woche her. Exakt eine Woche. Und wir haben noch keine Rückmeldung. Und eigentlich müssen die sich jetzt mal entscheiden. Das heißt, ich werde diese Woche da anrufen und fragen, wie es steht. So ist es gelaufen. So kann es laufen und wir haben ein anderes Projekt, da ist etwas schief gelaufen, da haben wir massiv verkackt und da müssen wir jetzt genauso ran und versuchen, den Karren nochmal aus dem Dreck zu ziehen. Das hätte ich früher teilweise nicht gemacht im ersten Jahr, da war ich so viel in tausend Sachen involviert, wenn jemand Nein gesagt hat, da habe ich mich teilweise gar nicht getraut, mehr hinterher zu rennen und zu sagen, ich akzeptiere dieses Nein nicht. Mittlerweile akzeptiere ich dieses scheiß Nein nicht und das sollten wir alle hier nicht tun. Ja, was ist passiert? Dienstag habe ich das Video gemacht und gesagt, dass ich dort anrufen werde. Und dann kam der Anruf ein paar Stunden später auch. Ich weiß gar nicht, der am Vormittag oder am Nachmittag kam. Ja, mit einer Weder-noch-Ansage halt wieder so. Ja, wir können uns nicht entscheiden. Ihnen fehlt noch was, aber sie sind halt emotional bei uns. Zum einen vom Bauchgefühl, wobei er auch wiederum sagte, dass er kein Bauchgefühl-Mensch ist und wir auch darüber gesprochen haben, dass Bauchgefühl ja häufig eigentlich valide mit Daten untermauert werden kann, wenn man in dieses Bauchgefühl reinhört und sich überlegt, warum habe ich dieses Bauchgefühl, was habe ich bisher für Erfahrungen gemacht, die auf dieses Bauchgefühl einzahlen, ah okay, ich vertraue diesen Leuten, deswegen habe ich dieses Bauchgefühl oder die haben bisher gute Arbeit abgelassen, deswegen habe ich dieses Bauchgefühl. Also einmal dieses Bauchgefühl und zum anderen eben auch, und dann habe ich das Gespräch dorthin gebracht, dass wir ja eben auch schon seit Jahren uns bewiesen haben und einen guten Job machen und lange Rede, kurzer Sinn, wir dürfen nochmal ran und wir, es fehlt halt noch so das Abholen jetzt vom Marketingleiter. Also beim ersten Mal haben wir quasi Marketing gepitcht, das war gut, der Geschäftsführer fand es scheiße, dann durften wir nochmal hin. Haben so BizDev-Themen gepitcht, Geschäftsführer fand super, für Marketing und Brand war aber gar nichts dabei halt, das fand jetzt der Marketingleiter nicht so gut, dass das gefehlt hat und jetzt machen wir nochmal, entweder kommen die hierher, dann kommen nur der Marketingleiter und sein Mitarbeiter oder wir fahren hin, dann ist das Setup wieder dasselbe wie letztes Mal, ein großes Publikum, 6 Leute, 7 Leute. Wir werden vor allem nochmal den Prozess pitchen müssen, wie wir vorhaben, als Lead-Agentur zu fungieren. Wir werden auch Partner mitbringen, weil wir Partner gepitcht haben. Wir werden aber auch die Referenzen der Partner mitbringen, also auch Video und Design und so weiter. Und nochmal plausibel darlegen, wie wir vorhaben, Beispielherausforderungen anzugehen, den Prozess dafür darlegen, nochmal darlegen, ein bisschen Gestaltung machen nochmal und zeigen, was wir so umsetzen können. Und halt den Marketingleiter nochmal abholen. Und idealerweise sollten wir noch den Part, den wir jetzt präsentieren, in die ersten beiden Parts, die wir schon präsentiert haben, ein bisschen integrieren und kombinieren. Dass wir halt jetzt beim dritten Mal einen runden Pitch haben, wobei ich bei dir auch nicht erwarten, dass wir jetzt wieder das erzählen, was wir beim ersten Termin erzählt haben. Genau so sieht's aus. Das heißt, wir dürfen da nochmal ran, aber die Chancen sehen recht gut aus, dass wir das Ding dann auch kriegen. Es steht 50-50 zwischen uns und einer großen Agentur. Die große Agentur bringt vermeintlich mehr Sicherheit, aber ich meine, ein Gegenargument war, dass sie auch als Kunde eher einer von vielen sind, während sie bei uns echt eine Top-Prio bekommen würden. Mit sehr vielen Versprechungen, die wir ihnen auch gemacht haben, zum Beispiel vor Ort arbeiten und so weiter. Und jetzt bauen wir das Ding, fahren hin oder die kommen hierher und dann gucken wir weiter. Kannst du schon sagen, wie groß das Projekt ist? Ich würde sagen, das größte, das wir je hatten. Also ziemlich groß.